Hallo zusammen, ich habe hier von einem Boot, von einem amerikanischen Yacht, einen Kühlschrank bekommen. Und zwar ist das ein Nordkold. Ich habe den Kühlschrank teilweise schon in Wohnmobilen gesehen. Und das Besondere ist, der Kühlschrank hat hier eine Breite von 60 cm. Und eine Höhe über das Ganze von 1,35 m. Ja, der Kühlschrank sieht ein bisschen zerlegt aus, weil die Werft, die den gebracht hat, die hat schon gewusst, dass ich einen Ersatz habe. Der Ersatz dazu findet bei mir im Katalog drin. Das ist der Wemo 260. Wir schauen uns das Teil jetzt aber trotzdem an. Ist Geschichte, ist das, was gebaut wird. Und zwar ist das ein Schwingverdichter. Schauen wir mal hier besser dazu sehen. Hier ist ein Schwingverdichter und zwar Engel hat mit Nordkohl zusammen ja Schwingverdichter gebaut, in Lizenz gefertigt. Und das ist eigentlich ein sehr großer Schwingverdichter im Verhältnis zu dem, was heute Engel noch in den Boxen verbaut. Ist eine Kuriosität, ich habe den Schwingverdichter nicht, ich werde den jetzt ausbauen und bei uns in die Ausstellung stellen, so als Museumstück, weil die meisten Schwingverdichter, ich hole einen, ja, das ist ein Original-Schwingverdichter von Fichtel und Sachs, so wurde das Lizenz auch nach Japan verkauft an Engel, Sauer Fuji Elektronik. Und wenn ihr den Kompressor hier daneben haltet, dieser Kompressor ist größer und zwar ist er etwa 3 cm höher und auch im Durchmesser ein Stück größer. Diese Kompressoren oder diese Schränke liegen im Alter von etwa 30 Jahren. Da wurde sowas gebaut. Gibt es heute nach meinem Wissen, baut dieser Kompressor niemand mehr ein. Von dem her, was Exklusives, was heute nicht mehr auf dem Markt ist und eben als Alternative ein Wemo 2600 rein, hat das gleiche Maß, reinschieben, anschließen, läuft 1224 Volt mit dem BD50. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich mache euch einen Link hier vom Nachfolgemodell, was als Ersatz geht. Hier liegt irgendwas kaputt und Punkt, fertig, ersetzen. Ich wünsche euch hier noch ein Abo dalassen und ich wünsche euch einen schönen Tag.